Hallo und willkommen zu Folge 10 von Let's Play Runaway A Twist of Fate. Tja, wir sind mit Gina immer noch hier in dieser Butze. Und ich bin der Meinung, wir haben gerade mit Dr. Bennett gesprochen. Oh Mann. Nein, Bennett hat gesagt, er kümmert sich um die obere Etage. Ich wollte mich mal hier gerade ein bisschen leiser stellen, okay. Gut, was haben wir noch? Foto. Man sieht, dass Chapman der geborene Sportler war. Derjenige, der ihn umgebracht hat, muss sehr vorsichtig vorgegangen sein. Okay, der geborene Sportler. Was ist das hier? Ich verstehe nicht viel vom Boxen, aber dem Design nach scheinen sie ziemlich alt zu sein. Dann haben wir was? Ach ja, genau. Und zwar der Schlüssel unten runtergerutscht unter die Dings. Ich erinnere mich. Was ist das da? Ja, sieht aus wie ein gefütterter Umschlag. Würde ich ja gern, aber der Abstand zwischen Möbel und Boden ist so gering, dass ich meine Hand nicht reinkriege. Was schlecht ist. Haben wir irgendwas im Inventar? Ah, das da zum Beispiel. Alles klar. Gute Idee, Gina. Ja, Gina, super Idee. Gut, damit haben wir diesen Kuvert oder dieses Kuvert. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist merkwürdig. Er hat keinen Stempel drauf. Steht nichts mehr drauf. Okay. Fragen wir mal, wo ist denn hier da nach oben? Nein, Bennett hat gesagt, er kümmert sich um die obere Etage. Aber ich wollte dem... Lieber nicht. So, hier. Chapman starb an einem Kopfschuss und wies keine Schlagwunden im Gesicht auf. Damit bleibt der Baseballschläger bei der Untersuchung außen vor. Gut. Nein, ich will weder Baseball noch Psychopath spielen. Gut, haben wir noch was? Oh, ach ja, den Schlüssel wollten wir holen. Mann. Zwischen dem hier und dem Boden ist so wenig Platz, dass man nicht mal einen Finger durchschieben könnte. Ich wollte aber auch, Entschuldigung, was anderes. Wir haben uns doch vorhin, und damit meine ich vor einigen Wochen für mich. Prima Idee. Na, einige Wochen stimmt auch nicht. Oh. Dann haben wir ja Glück Wie gehabt, dass das so... Wie ich gesagt habe, die Schlüssel da rauszuholen war absolut kein Problem. Da hatten wir ja Glück, dass das direkt da reinging. Okay. Der ist mit einem Sicherheitsschloss abgeschlossen. Vielleicht haben wir dafür ja auch den Schlüssel jetzt. Ja, jetzt geht es problemlos. Na dann. Eigentlich haben wir ja den Schuppenschlüssel gesucht, aber den Bodenschlüssel haben wir wohl dazu gekriegt. Sieh mal an. Genauer gesagt sieht man überhaupt nichts. Gut. Egal. Zum Schuppen. Schuppen. Betrittschuppen. Klingt gut. Schauen wir uns das mal an. Ja, bestimmt passt einer der Schlüssel ins Sicherheitsschloss. Meine Güte, was für ein Durcheinander. Stimmt ja. Bennett hat mir erklärt, dass das Militär und das FBI hier alles von oben bis unten durchsucht haben. Umso besser. Das spart mir vielleicht Zeit. Die ist ja riesengroß. Mitnehmen. Die hat ein doppeltes Visier. Eins aus normalem Glas und ein zweites, das, falls ich mich nicht irre, der Vergrößerung dient. Schön. Angelhaken, eine Drahtschere, ziemlicher Müll. Sicher? Da sind ein paar Sachen, die ich früher hätte brauchen können. Aber jetzt brauche ich anderes. Danke.
Seil. Noch ein Hinweis, dass Chapman keinen Selbstmord begangen hat. Wenn man so ein tolles Seil hat, wer würde sich dann in den Kopf schießen? Bei dem Dreck, den das macht. Aber klar, dass Männer sich nicht... Warte mal. Warum war auf dem Boden in der Waldhütte kein Blut? Oh, es wird immer komplizierter. Ich glaube, darin erlösen Angler ihre Opfer. Der riecht furchtbar. Ich passe. Ein ganz normaler Neoprenanzug zum Tauchen. Das ist ein Herrenmodell. Na, dann geht's natürlich nicht. Nichts von dem, was ich sehe, wird mir nützlicher sein als das, was ich schon habe. Hat Chapman seine Wäsche selbst gewaschen? Ich hab nichts zum Waschen. Hier ist ein Durchhalt. Die Leute, die diese Kisten durchsucht haben, müssen sehr gründlich gewesen sein. Wie ordentlich hier alles ist. Ich finde nichts besonders Interessantes, außer vielleicht dem Capote-Hündchen hier. Aber ich habe gerade keine Lust zu spielen. Okay. Das ist, glaube ich, eine Anspielung an Teil 2. Sieht dem ähnlich, den der Bösewicht in diesem Film trug. Wie hieß der nochmal? Ich weiß, dass ich ihn letzten Sommer gesehen habe, kann mich aber nicht an den Titel erinnern. Es war ein Horrorfilm. Einer dieser Filme, die Brian mitbrachte, um zu sehen, ob ich mich ihm vor lauter Schrecken nähern würde. Abgemacht, wenn es regnet. Falls es regnen sollte. Und ich kann mich immer noch nicht an den Titel des blöden Films erinnern. Sieht dem ähnlich, den der Okay. Ich mag ja diese liebevoll gestalteten Dialogs oder auch Monologe. Das ist ein Schrank für Angelruten. Oder ich heiße nicht Gina Timmons. Naja, eigentlich heiße ich Georgina Nicole. Aber das weiß nicht mal Brian. Georgina Nicole. Der ist an die Wand genagelt und außerdem, wozu soll ich ihn haben wollen? Ja, weiß ich nicht. Was haben wir noch? Tja, hier auch nicht. Waschmaschine hatten wir ja schon. Jetzt verstehe ich, warum es im Garten keine Wäscheleinen gibt. Gut. Das war das. Es ist bestimmt 5 oder 6 Meter lang. Gut. Bestimmt hat Chapman die während seiner Zeit als Boxer getragen. Ich glaube nicht, dass da außer Staub etwas ist, aber... Hey, das sind Spinnenhärchen. Nach so langer Zeit auf dem Boden ist das auch normal. Obwohl, das muss ja eine Riesenspinne gewesen sein. Gut, also ein Vergrößerungsglas. An der Klappe kleben Härchen. Das können wir doch dann mal... dem Dr. Bennett erzählen. Wenn ich schon mit ihm rede, mache ich es mir am besten auf dem Sofa gemütlich. Okay. Nochmal. Ich will mich nicht in Bennetts Revier drängen. Wenn ich schon mit ihm... Gut. Ich wollte euch die Dialogszenen nicht vorenthalten. Nicht, dass ich keine Lust hätte, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit zum Schlafen. Ich wollte auch nicht. Das ist eine tolle Ausrede, um ein bisschen faulenzen zu können. Was wollten Sie? Raten Sie mal, was ich in einem Umschlag gefunden habe, der an Chapman adressiert war. Genau, überraschen Sie mich. War vielleicht irgendein Dokument darin? Nein, kein Dokument. Schade. Aber da waren ein paar winzige Härchen. Sahen wie Spinnenhärchen aus. Ich bin auf dem Land groß geworden, da hatten wir öfter welche im Haar. Spinnenhaare. Ich wusste es.
Was denn? Ich muss mit dem Sheriff sprechen. Dank des Umschlags kann ich ihm beweisen, dass Chapman sich nicht umgebracht hat. Suchen Sie weiter. Wir haben Sie fast. Wie Sie wollen. Wie es scheint, bin ich die Auserwählte, um Chapmans Nachricht an die Richterin zu finden. Gina, Ärmel hoch und los. Gut. Dann können wir uns ja jetzt, mal umgucken. Wo Bennett fort ist, es wäre doch möglich, dass er etwas übersehen hat. Nicht, dass ich ihm misstraue, aber Psychiater sind so zerstreut. Ja. Warum vertrauen Sie mir nicht? Weil Sie Psychiater sind. Und was hat das damit zu tun? Als mein Freund Chapman starb, war ich es, der ihn fand, der das Militär und das FBI alarmierte. Ich habe Ihnen gesagt, dass Chapman sich nie das Leben nehmen würde. Aber hörten Sie auf mich? Nein. Man hat mir den Fall entzogen. Sie sagten, Sie kümmern sich darum. Und haben Sie ermittelt? Nein. Sie haben Chapman wie Müll behandelt. Wie etwas Schmutziges, das man unter den Teppich kehrt. Eine Schande. Ich schwöre Ihnen, dass ich nicht das Geringste damit zu tun habe. Und vor 2 Tagen rief mich das FBI an. Es würde jemand kommen, um den Mord an Chapman aufzuklären. Und wird der Fall neu aufgerollt? Nein, zurzeit ist es noch ein Geheimnis. Ich bin zuversichtlich und sage mir, jetzt beginnen Sie wirklich mit der Ermittlung. Ich sage mir, Sie werden den Namen meines Freundes reinwaschen. Und machen Sie es? Nein! Man schickt einen Psychiater, einen Arzt für Idioten! Ich verstehe nicht. Verstehe, Sie verstehen nicht. Sie sind hierher gekommen, um mir zu sagen, dass mein Freund sich das Leben genommen hat, weil er verrückt war. Und Sie wollen, dass ich Ihnen helfe? Nein. Tja, das läuft ja nicht so gut. Nein, nicht. Falls Bennett irgendwas übersehen hat, ist es mir genauso gegangen. Ich habe nichts Interessantes gefunden. Wer weiß, vielleicht ist es besser, noch ein bisschen weiter zu suchen. Wo ich Bennett erwähne, wie mag es ihm beim Sheriff ergehen? Ich würde wirklich gern wissen, was dort im Moment vor sich geht. Okay. Dann klicken wir mal. Sind Sie immer noch da? Ich werde nicht weggehen, bis Sie mir geholfen haben. In der Nacht wird die Heizung ausgemacht. Nehmen Sie sich eine Tasse Kaffee. Aber Sie müssen wissen, dass nichts von dem, was Sie sagen oder tun, mich dazu bringen wird, Ihnen zu helfen. Das ist schade. Ich versuche gerade, mit dem Kaffee aufzuhören. Warum erzählen Sie mir das? Wollen Sie vielleicht die Großröstereien vor Gericht bringen? Oder wollen Sie vielleicht nur den Märtyrer spielen, damit ich Ihnen helfe? Na klar, das ist es. Nein. Ja, schauen wir mal. Was könnten wir nehmen? Glauben Sie auch, dass Chapman keinen Selbstmord begangen hat? In Chapmans Waldhütte habe ich einen. Glauben Sie auch, dass Chapman keinen Selbstmord begangen hat? Auch? Nein. Ich glaube wirklich, dass Chapman keinen Selbstmord begangen hat. Ich bin weder vom FBI noch Psychiater und ich brauche auch keinen Sheriff auszutricksen. Mich schickt nicht das FBI. Ich bin aus eigenem Wunsch hier. Klar. Sagen Sie mal, wie viel bezahlt Ihnen das FBI, damit Sie aus eigenem Wunsch hier sind? Hey, vergessen Sie es. Ich bin nicht vom FBI, aber ich habe einen Freund dort, der mir hilft. Einen Freund? Sie reden von Freundschaft? Ich war Chapmans Freund und ich werde nicht dazu beitragen, dass seine Erinnerung beschmutzt wird. Ich war auch Chapmans Freund. Wir waren eng befreundet. Das soll ich Ihnen auf blauen Dunst glauben? Nein. Beweisen Sie es. Annetta, seine Frau, hatte einen besonderen Namen für ihn. Welchen? Jerome, Schatzi, kleiner Jemann, mein Panther. Jerome. Falsch. Schatzi. Sehen Sie, Sie sind kein Freund von Chapman. Kleiner Ehemann. Das haben Sie sich gerade ausgedacht.
Mein Panther. Das haben Sie sich gerade ausgedacht. Stimmt. Vergessen wir es für eine Weile. In Chapmans Waldhütte habe ich einen Umschlag mit Resten von Spinnenhaaren gefunden. Ja? Und? Ich weiß, dass Sie Erkenntnisse über Chapmans Fall haben, die mit Spinnen zu tun haben. Ich? Nein. Und Sie werden einen guten Lügendetektor brauchen, um das Gegenteil zu hören. Ich biete Ihnen den Umschlag als Beweis des guten Willens an. Lassen Sie mich raten. Sie brauchen meine Fingerabdrücke darauf, um mich verdächtig zu machen und mich loszuwerden. Nicht wahr? Verzeihung, aber ich kann ihn nicht annehmen. Tja, wir sprechen später über den Umschlag. Das klappt nicht so, wie sollte, würde ich sagen. Waren Sie wirklich so ein guter Freund Chapmans? Er hat mir seine Angelruten vererbt. Die sind jetzt mein kostbarster Besitz. Muss ich noch mehr sagen? Mit Ihnen zu reden ist wirklich ermattend. So komme ich hier nicht weiter. Ich hoffe, Gina hat mehr erreicht. Tja, das bedeutet also, wir müssen jetzt den Kosenamen rausfinden. Okay, wie wir das machen, ich vermute mal, wie es weitergeht, seht ihr und ich dann in der nächsten Folge von Let's Play Runaway A Twist of Fate, so rum. Ja, bis zum nächsten Mal, ciao.